Gut. Und gerade habe ich noch gemerkt, wie toll es eigentlich ist, dass wir inzwischen keine Glasflaschen, sondern weitestgehend überall Plastikflaschen haben. Mhm. Weil ich bin ja nochmal zum Kühlschrank gerannt. Guten Appetit übrigens. Hab schnell die Flasche rausgeholt. Also guten Appetit. Klang so, als würdest du gerade essen. Ja, ich stoche mir nur mit einem Stück Plastikmüll im Zahn rum. Ach. klingt aber crunchy. Ja, ich erinnere mich dran, das ist die Verpackung von Edeka Weingummis, die waren echt lecker, aber ich habe leider keine mehr. Jetzt muss ich die Verpackung essen. Oh. Naja, ja. Auf jeden Fall während ich den Kühlschrank geschlossen habe, natürlich schon die Flasche nochmal aufgedreht, um den ersten Schluck zu nehmen und stoß dann quasi mit der Flasche an den Kühlschrank, als ich gerade trinken möchte. Mhm. Hab mich so ein bisschen eingewutzt, aber ja, mein Gott, was macht man nicht alles, wenn man es zeitlich zur Isolierstation packen möchte. Ach so, ich dachte, das ist dieses Problem bei diesen dieses Plastikflaschenproblem, dass die dann so überfüllt sind und dann drückt man die ein bisschen zusammen und dann kommt ein ganzer Schwall raus und so. Ja, das passiert mir immer nur auf dem Fahrrad. Ah, okay. Aber das sieht dann wenigstens lustig aus für die Autofahrer, die vorbeifahren. Ja, kleine Show-Elemente. Ja. Ich warte die ganze Woche schon auf die neue Folge der Isolierstation. Ja, ich warte die ganze Woche schon. Ja, dann fangen wir einfach mal an. Ja, dann fangen wir einfach mal an. Okay. Machst du? Wenn du willst. Also ich freue mich eigentlich immer, wenn du das machst. Ja, du hast noch nie die Anmoderation gemacht, oder doch? Natürlich. Das, also ich habe die. Also jetzt gefühlt jedes Mal. Es sei denn, ich sag, Bank, mach du's. Ich glaube, das letzte Mal hast du die gemacht, als Houdini noch dabei war. Meinst du? So lange her? Ja. Ja, schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr uns regelmäßig hört. Ja, ihr Isolierstation Hardcore-Fans, guckt doch mal in eure Archive rein. Ihr wisst doch, wann das zuletzt war. Ja, alle 1,1. Ja. 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 Scheiß Anfang. Das ist wieder ein richtiger Flow hier. Komm, machen wir mal einen richtigen Anfang. Hallo und herzlich willkommen zur Isolierstation Nummer 217 hier auf eurem Podcast-Kanal eurer Wahl. Der Podcast zum Thema neue Medien und ältere Medien. Von älteren Herren besprochen, ja. Die von neuen Medien absolut keinen Plan haben. Richtig. Ganz neue Medien, Zukunftsmedien, Musical.ly, Snapchat, Tinder, all das besprechen wir generell jetzt nicht heute, weil heute haben wir andere Themen. Wer wir sind, das sage ich euch jetzt. Wir sind nämlich der Bengt und... Also eigentlich dachte ich, du sagst jetzt der Frank. Und ich sag, der Bengt, das hätte irgendwie wesentlich mehr Sinn gemacht, aber hallo Bengt, ich bin der Frank. Ja Mensch, hallo Frank. Hallo Bengt. Wollen wir einen duften Podcast zusammen aufnehmen? Machen wir mal einen duften Podcast. Immerhin sind wir ja die Virtual Reality Brille unter den Social Media Podcasts. Das stimmt, ihr könnt jetzt eure Oculus Rift aufsetzen oder eure HTC Brille. Und dann könnt ihr euch zu uns setzen ans Lagerfeuer und mit uns erleben, wie wir reden. Guckt uns in den Mund. Los, guckt uns in den Mund. Ich will gar nicht, dass die Leute mir in den Mund schauen, ganz ehrlich. Ich habe nichts mehr zu verbergen. Nee. Ich veröffentliche jetzt alles. Okay, lässt du dich quasi so ganz Körper scannen und stellst dich dann auf YouTube? Ja, die Leute können mich ohne Klamotten angucken, aber auch ohne Haut und in die Mundhöhle rein und gucken, was ist eigentlich in meiner Leber los. Okay, was ist denn eigentlich in deiner Leber los, Bing? Das Highlife in Dosen. Mann, das ist ja ein schmissiger Anfang, Frank. Anfang, ja. Frank. Ja, das ist super gelenkt, Bing. Ah. Ja, wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist es euch wahrscheinlich schon gar nicht mehr so heiß, wie uns jetzt gerade ist. Weil hier ist es echt warm. Und weil wir den Podcast aufnehmen, habe ich die Fenster zugemacht und den Ventilator aus.
Und jetzt merke ich, wie sich die Hütte hier ganz enorm aufheizt. Ja, und wie ich sehe auch schon, da sammelt sich so eine leichte Schweißpfütze über deinem linken Nippel. Ja, das stimmt. Da habe ich so eine Kuhle und da sammelt sich so eine leichte Schweißpfütze. Hashtag und Schweißpfütze. Ach, ist das unser heutiger Hashtag, Schweißpfütze? Ja, gerade mit dem SZ und dem Ü ist das sehr gut. Ja, gerade Ü, ne? Also muss auch sagen, wie es geschrieben werden soll. Bestehst du drauf, dass das Ü und das SZ, Schweißpfütze? Nee, da brauchen wir ja kein SZ mehr, da kann man ja SS machen. Ich weiß nicht. Bestehst du aufs Ü? Vielleicht fällt uns noch ein besserer Hashtag ein. Als Schweißpfütze? Nee, ich finde Schweißpfütze schon relativ brauchbar. Ja, aber darum soll es ja heute gar nicht gehen, Frank, sondern es geht um viele andere tolle Themen. Ich wollte schon mal dahin überleiten. Machen wir das doch jetzt einfach. Ja, dann leite doch mal über. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht die letzten Wochen und ein paar Sachen und die haben tatsächlich, obwohl ich es gar nicht darauf ausgelegt habe, haben alle was mit dem Thema YouTube und Webvideo zu tun. Das ist ja verrückt, krass. Oder? Da sollten wir gleich mal eine Isolation aufnehmen. Ich habe mir, oder öfter haben wir ja schon mal überlegt, ob wir vielleicht ein paar andere Themen reinnehmen. Aber immer, wenn man denkt, so, jetzt kümmern wir uns mal um andere Themen, dann saugt einen YouTube doch wieder an und man schreibt Sachen dazu auf. So ist das. Ja, da bin ich mal gespannt, was dir so auf dem Herzen liegt. Also ein ganz unaktuelles Thema ist der YouTube-Beef mit Mimi. Kennst du Mimi? Hast du YouTube-Beef mit Mimi? Ich habe keinen YouTube-Beef mit Mimi. Okay. Mimi ist ein YouTuber und der hat Beef mit Simon Desio und anderen, deren Namen ich nicht mehr weiß, weil ich die nicht kenne. Aber ja, aber stimmt, aber da hatte ich ja letztes Mal, war ich auch irgendwie auf seinem Kanal wegen irgendeiner. Ich meine, man bekommt ja inzwischen diese Beef-Geschichten nicht nur am Rande mit. Seit Herr Newstime, der Hofberichterstatter von in Sachen Beef auf YouTube ist, lernt man ja quasi wöchentlich YouTuber kennen, die man vorher nicht kannte, auch nie kennenlernen wollte, aber die halt irgendwie durch irgendwas relevant geworden sind. Ja, wahrscheinlich, weil sie Freunde von Simon Desio sind. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja, wenn genau. Sie Beef mit ihm haben. Genau, du willst jetzt natürlich wissen, was ist da passiert. Ja, also ich brenne darauf, Bert. Ich brenne. Pass auf, Mimi war ist so ein... Ist das ein Typ? Ist Nennt ein Typ? Echt? Ja, ich bin eine Mimi. Ja, ei, gute Wie, ich bin eine Mimi. Ja, genau. Ich hatte also allein, wenn ich einen Typ im Freundeskreis hätte, der sagt, ey, nenn mich Mimi. Da fällt mir ein, ich hatte früher als Kind ein Schnuffeltuch. Das haben wir auch Mimi-Tuch genannt zu Hause. Also, der Typ, der heißt wie mein Schnuffeltuch, der macht so Videos, wo er YouTuber irgendwie entlarvt, so Prank-YouTuber, dass das alles vorher abgestimmt ist und so. Und dann gab es so ein Treffen, YouTube-Treffen von der Gang-Tour, glaube ich, wo er dann auch Backstage eingeladen war. Und irgend so ein YouTuber, wie heißt der denn auch noch? Ich weiß es nicht mehr. Ja, das ist immer gut, wenn man hier so fachgerecht über Themen reden möchte. Von Personen, die man nicht kennt. Leon Mascher. Ja, der eine, der nicht der andere war, der auch Beef hatte. Genau. Also und der hat den angesprochen, warum er denn seine YouTube-Fans, Zuschauer so verarscht. Und da hatte Mimi seine Legria Minicam dabei. Und dann hat Leon Mascher aber gesagt, er soll nicht filmen. Und dann hat er auch nicht gefilmt. Und dann verlief sich das alles so. Und die haben rumgeschrien. Keine Ahnung. Dann kam irgendwann Simon Desio, der Freund ist von Leon Mascher, und wollte, dass das alles gelöscht wird, was Mimi aufgenommen hat. Mimi hat aber gar nichts aufgenommen. Und dann ist Mimi rausgerannt. Und dann ist Simon Desio und vier weitere Leute hinter ihm hergerannt und haben ihn gestellt, weil sie haben ihn eingeholt. Und die haben gefordert, dass er das alles löscht. Und dann war es nicht genug, dann haben die Speicherkarte gefordert. Und dann haben die gesagt, weil das weiß ich noch, du gibst uns jetzt die Speicherkarte, oder wir ziehen dich aus. Ganz nackt? Ja, ganz nackt. Irgendwie so war das. Und dann haben die Speicherkarte zerstört. Und dann sind alle wieder reingegangen und ja, so war das. Ja, das klingt irgendwie nach einem Herr Newstime News Video. Ja, und das habe ich halt... Wenn ich mich recht erinnere, ist in diesem Herr Newstime News Video sogar unser lieber Stammzuhörer, Stammgast, und ich würde fast sagen, er gehört zum Mobiliar. Sagt man das so? Ja, er ist ein Sitzsack.
Hört zum Mobiliar der Isolierstation. Der Füllmann hat nämlich plötzlich ausgepackt und in einem seiner Streams erzählt, dass er sich auch damals schon angelegt hat mit Simon Desue. Warum hat er uns das denn nie erzählt? Ja, weiß ich nicht, weil er sich die geilen Themen für andere Leute aufspart. Er macht ja jetzt auch einen YouTube, einen Podcast. Ja? Ja, er ist bei Ask Source. Lohnt sich ja, aber nicht reinzuhören. Ist nicht so gut wie wir. Klingt auch schon so catchy. Oder Ask Source. Ich bin sicher, nachher weiß ich noch genau, wie das Ding hieß. Ja. Ja, und das hat mich sehr aufgewühlt. Ja, hat sich das emotional schon so ein bisschen mitgenommen, weil du hast eigentlich immer, da müssen wir jetzt ein bisschen ausholen, aber in über 5 Jahren Isolierstation warst du ja eigentlich immer, wenn irgendwas mal vorgefallen ist, also nicht, dass öfters mal Simon Desue-mäßig was vorgefallen wäre, wie zum Beispiel unterschlagenes Geld, unterschlagene Videospielkonsolen oder einfach nur plumper, dämlicher Content, der so idiotisch beknackt ist, dass ich mich immer noch frage, wer den Scheiß ernsthaft fanboyt, aber du warst immer auf der Seite von Simon Desue. Ich war immer auf der Seite von Simon Desue, aber jetzt nicht mehr. Das hat mir die Augen geöffnet. Also es gibt dieses Video von Mimi, wo er das sagt, was da alles passiert ist. Von den anderen gibt es keine Stellungnahme, aber es gibt, das war dieses Gangtour-Auftritt, Backstage-Zeug, da haben Fans vor der Halle gewartet. Und ach, ich bin echt fertig, weil es hier so heiß ist. Und, die hatten teilweise Kameras dabei und die haben aufgenommen für diese Hetzjagd. Diese Hetzjagd haben die aufgenommen und deshalb kann man davon ausgehen, dass die Story stimmt. Aber in Sachen YouTube-Beef, also wie gesagt, also ich behaupte ja gar nicht mehr, dass ich in irgendeiner Hinsicht im heutigen YouTube, im heutigen Webvideobereich auch nur ansatzweise sowas wie einen Durchblick habe. Mhm. Also wenn ihr deswegen die Isolierstation hören solltet, weil ihr denkt, hier geht's um Webvideothemen, berichtet von Leuten, die wirklich wissen, was abgeht, dann... Sorry, seid ihr hier irgendwie relativ falsch. Ja. Aber ich bekomme auch immer so am Rande die Beef-Geschichten mit, schon alleine, weil der Haus- und Hof-Beef-Berichterstatter Herr Newstime den Bereich ja inzwischen relativ gut abdeckt. Während, das muss man ja dazu sagen, ein Mr. Trashpack ja irgendwie gar nicht mehr so über interessante Themen redet. Ne? Also da braucht man jetzt inzwischen schon so die kleineren. Ich weiß nicht, ich habe Mr. Trashpack nicht abonniert. Mimi habe ich abonniert, weil die Videos, wo er zeigt, woran man erkennt, dass YouTuber scheiß Videos machen, sind gar nicht schlecht gemacht. Okay. Das ist wie Joe Cognito in Jung. Ja, okay. Also auch aber nicht, sieht nicht so gut aus. Wollt gerade sagen, auch so eine Gigolo-Frisur. Nee, das stimmt. Ja, aber wahrscheinlich auch nicht so eine erotische Stimme, oder? Nein, natürlich, überhaupt nicht. Also möchtest du sagen, dass Mimi ein Joe Cognito für Arme in Jung ist? Ja, richtig, aber er macht halt wenigstens noch Videos über YouTube. Stimmt. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, diese ganzen Beef-Geschichten, das nimmt ja so ein bisschen Überhand. Also das allein, was ich mitbekomme, so jetzt beispielsweise bei den Videodays, da warst du ja vor Ort, wirst du uns heute sicherlich auch noch irgendwas berichten. Wird der Gag eigentlich nie alt, dass ich immer demjenigen, der gerade im Podcast ist, unterstelle, dass er bei Dingen, die angesagt sind, vor Ort war? Egal. Ist Tanzverbot ja auch wegen irgendwas auf die Bühne gestürmt und hat einen Auftritt gestört von irgendeinem Vollplayback-Hansel, den ich auch nicht kenne. Irgendwie jeder beeft nur noch gegen jeden und ich weiß nicht, das war früher mal unique, als wir angefangen haben und gesagt haben, YouTube-Inhalt, der scheiße ist scheiße. Da hat das halt so gut wie keiner gemacht, aber inzwischen ist es irgendwie gang und gäbe, dass die sich gegenseitig scheiße finden. Das stimmt, die finden sich gegenseitig scheiße und man muss ja heutzutage auch nicht mehr irgendwie sagen, Beauty-YouTuber verkaufen nur ihr Zeug oder so, das ist halt einfach so. Das weiß jeder und das hat jetzt jeder akzeptiert und dass manche blöden Content machen, ist halt auch so. Das wissen auch alle inzwischen. Das ist wie, wenn Leute sagen, dass der Cheeseburger bei McDonald's, der ist gar nicht gesund. Das weiß man halt. Das ist so. Ich brauche keinen, der mir das sagt. Ich brauche auch keine aufgestapelten Zuckerstückchen neben Nutella-Gläsern, die mir zeigen, wie viel Zucker in Nutella drin ist. Das weiß man einfach inzwischen. Man kriegt es trotzdem nicht weg. Das war aber schön. Jetzt hat Bengt Brock gerade erklärt, warum wir eigentlich überflüssig sind. Das war die Isolierstation. Vielen Dank für 5 plus Jahre. Nee, wir erschließen uns ja neue Zielgruppen. Ah, okay. Welche denn zum Beispiel? Zum Beispiel Frauen.
in deinen Träumen, Junge. Ich glaube, der Anteil der Frauen nimmt immer mehr zu. Also an Zuhörerinnen unter glaube ich nicht. Podcast. Du hast da bestimmt irgendwelche Statistiken. Kennst du die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne von einer Frau, wenn sie nicht über Make-up redet oder dir nicht erzählt, was auf der Arbeit Schlimmes passiert ist oder dass ihr ein Fingernagel gerissen ist? Der ist bei so relevanten Themen wie Webvideo, YouTube oder Podcast. Ist der, glaube ich, bei essentiellen Themen. Der ist nicht lang genug, um überhaupt einen Podcast durchstehen zu können. Ja, aber die können sich das ja in Staffeln anhören. Die können sich den ersten Teil anhören, wenn sie nackt in der Badewanne liegen. Den zweiten Teil können sie sich dann anhören, wenn sie nackt im Bett liegen. Und den dritten Teil können sie sich dann anhören, wenn sie nackt zur Arbeit fahren im Auto. Ist ja gut, Ben. Weiß gar nicht. Worum es jetzt ging. Es braucht nicht viel bei mir. Ich lasse dich gerade ein bisschen ins offene Messer laufen. Red weiter. Ja, so könnt ihr unseren Podcast anhören. Natürlich auch die Männer. Auch nackt in der Badewanne. Einfach mal das Handy auf den Penis legen. Da ist der Empfang besser. Und die neue Folge Isolierstation hören. Also mir war ja bis zu einem gewissen Grade klar, schon nachdem wir jetzt nicht mehr so regelmäßig aufnehmen wie früher und nachdem wir ja jetzt die letzten Monate mehr oder minder mit dem Sommerloch geworben haben, was es ja nicht wirklich gibt, aber was wir jedes Jahr dazu nutzen, um ein bisschen, um noch mehr Scheiße in noch längeren Intervallen aufzunehmen, dass es vielleicht nicht so gut laufen würde. Aber damit konnte keiner rechnen. Damit habe jetzt selbst ich nicht gerechnet. Wollen wir nicht ein bisschen über Promi Big Brother reden, Bengt? Darüber können wir reden, da kenne ich mich aber nicht mit aus. Außer, dass einige, ich habe nur die Bildüberschriften gelesen. Ich weiß, eine Gruppe ist immer oben und eine ist in der Kanalisation. Ja, und im Grunde genommen ist es auch scheißegal, wer da drin ist, weil auch wenn man jetzt als regelmäßiger Zuschauer, und da muss ich mich mal outen, dank Keoma, der hat mich ja angesteckt mit diesen Formaten, der ich ja jetzt nun mal bin, ist es aber eigentlich scheißegal, wer davon wer ist, weil in 2 Monaten hat man die eh alle wieder vergessen, weil dann sind sie wieder in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, wo sie ursprünglich hergekommen sind. Mhm. Nee, aber was mir an dieser Staffel Promi Big Brother wirklich sehr, sehr negativ auffällt, ist Aaron Troschke. Also den kennt man ja von YouTube. Also vielleicht kennt man ihn von YouTube. Also vielleicht kennst du ihn von YouTube. Ich kenne ihn leider nicht von YouTube. Ja, der hat irgendeinen YouTube-Kanal. Ich weiß auch gar nicht, was der da macht. Ich habe auch überhaupt kein Interesse nachzuschauen, weil der Typ, der kommt so unsympathisch rüber. Der war ja auch mal bei Promi Big Brother dabei. Es war ja eine Zeit lang bei Promi Big Brother angesagt, dass jedes Mal ein YouTube-Hansel mitmischen darf. Mhm. Und, schmeckt's? Ja, sehr gut. Ich schenke mir mal noch ein Glas ein. Und die Staffel, wo er dabei war, die habe ich leider nicht geschaut, aber der hat wohl, glaube ich, damals Promi Big Brother gewonnen oder sowas. Oh ja. ASMR-Videos. Podcast. Oh, ja. Ja, und jetzt ist er Moderator. Jetzt moderiert er die Social Media Lounge bei Promi Big Brother. Sprich, er hat pro Sendung 1 bis 1,5 Minuten, wo er einfach nur Tweets vorliest. Hui. Und die sind unheimlich unoriginell. Also es ist nicht so, du kennst ja Twitter, dass wenn irgendwas angesagt ist, dass dann nur Idioten, natürlich vorwiegend Idioten, stellen irgendwelche Sachen ins Netz, weil die Menschheit ist nun mal idiotisch. Aber es gibt nun mal die ein oder andere Twitter-Perle, die man durchaus vorlesen könnte. Macht er natürlich nicht. Ich weiß auch nicht, inwiefern er sich die Dinger raussucht. Da merkt man schon, der Typ kann nicht moderieren. Der hat's einfach nicht drauf. Ja, aber er kommt aus dem Internet und für dieses Segment brauchen sie halt wahrscheinlich jemanden, der mit dem Internet verbunden ist, irgendwie medial. Kann man das so als Jobbezeichnung angeben? Ja. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt Aaron Troschke wäre, würde ich mir Visitenkarten drucken lassen. Aaron Troschke und dann klein, so in dicker Schrift unten drunter, ich komme aus dem Internet. In kleiner, dicker Schrift. Ein kleiner, dicker Mr. Trashpack-Schrift. Ja, aber meinst du denn, du könntest das besser, Frank? Fragen wir mal so. Ja, natürlich, Bengt. Ich bitte dich. Du würdest da richtig auftrumpfen. Ich würde da richtig auftrumpfen. Die würden sagen, und jetzt gucken wir mal, was auf Twitter los ist. Frank, was meinst du? Und dann würdest du deine große Frank-Multimedia-Party abfeuern. Die würden sagen, oh, jetzt gucken wir mal, was auf Twitter los ist.
Und dann würden sie an mich überleiten und dann würde ich meine große Multimedia-Party abfeuern, Bengt. Und dann würdest du die Sendung übernehmen? Dann würde ich die Sendung übernehmen, würde die ganzen Promis rausschmeißen, weil die eh viel, also die ganzen Promis in Anführungsstrichen rausschmeißen, weil die eh viel zu viel Zeit dem Format. Ja, ne? Und nur Möbel zeigen. Und dann wird dann einfach, keine Ahnung, eine Stunde oder zwei Stunden drüber reden, wie mein Tag war. Ja, einfach mal andere Sachen auf Twitter zeigen. Ja, nee, nicht nur auf Twitter, halt im Fernsehen, ne? Ja. Ja, aber wenn du eh eine Verbindung zu deinem Computer hast, kannst du ja auch X-Hamster. Kann ja auch Tweets vorlesen, ne? Ja, oder also, so. Kann auch zwei Stunden Tweets vorlesen. Wäre überhaupt mehr eine Idee. Ich lese dir jetzt einfach mal vor, was in meiner Timeline der neueste Tweet ist. Ah, damit wissen die Leute, wie viel früher wir aufnehmen, wie unaktuell wir sind. Also, Herr Wirth schreibt, Huch, Nahles hat mal gerechnet und festgestellt, dass Sozialromantik und Realität nicht zusammenpassen. Das Rentenniveau sinkt auf unter 40%. Und ich finde, das spricht auch so ein bisschen für mich, dass ich so Leuten wie Herr-Wirth bei Twitter folge, weil da geht's halt nicht nur um, keine Ahnung, welcher Podcast-Zuhörer legt gerade sein Smartphone auf den Penis, weil das der Co-Moderator erzählt hat, sondern da geht es auch halt auch um wirklich politisch interessante Themen, über die auch mal nachdenken kann, Bengt. Ja, toll. Willst du wissen, was der letzte Tweet in meiner Timeline ist? Ja. Ich vertraue dir ist die Steigerung von Ich liebe dich. Da kann man aber auch so ein bisschen sehen, dass du so ein bisschen der politische, intellektuelle Typ bist und bei mir geht es um Gefühle. Ja, was kann man sagen? Ich meine, bei dir weiß ich ja eh nicht, wen du folgst. Aber wahrscheinlich, ich habe jetzt nicht geschaut, wie viele Leuten du folgst, aber wahrscheinlich deiner Freundin und das war's. Das ist, ja. Geht so in die Richtung, ne? Ja. Deine Freundin, Toni Ami, noch so ein paar Dödel und Punkt. Ja, ich darf keinen anderen Leuten folgen. Meine Freundin hat's verboten. Echt? Ja. Schreibt die dir vor, wie du dich im Internet zu verhalten hast? Weiß die, dass du einen Podcast machst? Nein, sie weiß natürlich nicht, dass ich einen Podcast mache. Nee, weil ne, ich bin ja dann wohl kein guter Umgang für dich. Sie hört auch nicht zu. Okay. Weil sonst könnte sie vielleicht Dinge hören, die ihr nicht gefallen, wie ihr Freund, keine Ahnung, im öffentlichen Internet, um es mal so auszudrücken, so Dinge wie Penis sagt? Ach, das ist halt... Ich habe bei meiner Freundin schon so oft Penis gesagt. Ich mach den Kohl jetzt auch nicht mehr fett. Ach, wie süß, du bist ja gerade richtig rot. Ja, aber das liegt daran, weil es einfach so warm ist. Aber ich bin auch verlegen, wenn mich Leute auf meine Freundin ansprechen. Echt? Ja. Wie geht's eigentlich deiner Freundin? Meiner Freundin geht's super. Okay. Die hat genießt das Wetter, ist viel draußen unterwegs und viel drin. Schöne Grüße. Manchmal hab dich lieb. Manchmal hört sie Musik und manchmal schaut sie auch eine Serie. Ja, vielleicht richtig. Auch manchmal ein Buch in der Manchmal Hand. Geht sie schwimmen, Radfahren, Musik hören, mit Freunden treffen. Was sie den ganzen Tag gerne tut, ist atmen. Ja, das stimmt. Da habe ich sie auch schon bei erwischt. Ja, Mensch, wann klingeln denn dann die Hochzeitsglocken? Die Hochzeitsglocken, die werden nicht so bald klingeln. Klingelingeling. Ja, aber bei wem haben denn die... Ja, bei wem haben denn die Hochzeitsglocken? Das können wir beide nicht mehr reden. Ja, bei wem haben denn die Hochzeitsglocken geklingelt? Ich kann dir genau sagen, bei mehreren Leuten. Wir haben nämlich so einige. Hat bei Mauer und Kraut die Glocken klingeln lassen? Ja, da hat so einiges geklingelt. Die haben nämlich geheiratet, die Mauer und Kraut, die Trixi und der Quink. Nein! Und da haben die sich überlegt, Mensch. Da haben die sich überlegt, dass sie dann Hashtag machen können und den einen Teil von Mauer und Kraut und den anderen Teil von Quink. Und das ist der Hashtag Quauer und Kraut. Jetzt bist du der Hashtag dieser Sendung. Ja, das ist gut. Quauer und Kraut. Ich finde selbst raus, wie ihr da schreibt, aber kleiner Tipp, es ist eine Mischung aus Quink und Mauer und Kraut. Und falls ihr nicht mitbekommen habt, dass Quink und Mauer und Kraut geheiratet haben, dann schaut euch eins der letzten Videos von Quink an, weil da wurde diese große Überraschung offenbart, nachdem man ja quasi überhaupt nichts davon mitbekommen hat. Ja, alles Gute von hier aus. Auf dass ihr ganz viel Spaß zusammen habt und also das ist super. Ich kann mich noch gut an meine erste Ehe erinnern.
das fängt, also die erste Zeit ist echt super. Ja, ist sie? Ja, klar. Achso, hast du eigentlich über... Ja, ich fand es nur ein bisschen befremdlich, um das jetzt mal zu sagen. Also das war schon sehr Social Media mäßig aufgebauscht, oder? Ja, sagen wir es mal so. Quink, glaube ich, denkt immer noch, dass er größer ist, als er wirklich ist. Und Mauer und Kraut macht da halt mit. Glaubst du das? So als, also ich glaube, als Person ich ist er aber 1,80. Also ist jetzt ein blöder Gag, aber... Nee, ich meinte jetzt so vom Impact. Social Media Standing, Social Influencer. So, ja, genau. Ne? Also da sieht er sich, glaube ich, ich meine, das ist ja so generell ein Problem. Jeder von uns, also gerade jetzt beispielsweise ich habe ja auch einen Napoleon-Komplex. Also ich halte mich ja für besser als alle anderen. Ne? Aber so generell ist das, glaube ich, generell ein Problem. So generell ist das, glaube ich, generell. Generell ist das, glaube ich. Ich rede noch ein paar Mal. Ja, ich merke nur gerade, wie ich Müll rede. Aber das macht ja nichts, das mache ich ja den ganzen Podcast lang. Nee, ich glaube, jeder hat so ein bisschen das Problem, wenn er auf YouTube unterwegs ist, dass er sich als wichtiger, größer ansieht, als er wirklich ist. Aber bei Quink nimmt das, glaube ich, Maße an, die du und ich nicht nachvollziehen können. Ja, aber er ist dabei ja immer noch... Ist jetzt einfach nur gemutmaßt. Lieber Kerl. Ist ein ganz lieber. Ist ein ganz lieber, der will nur spielen. Ganz lieber. Ne? Ja, das ist halt so ein Studentenkopf. Also so auch so die Tweets wieder ablässt. Das ist halt so diese eine urkrass Linkszirkel, der halt immer das Gleiche sagt. Das stimmt. Er ist, ich will auch nichts Falsches sagen, ist ein lieber Kerl. Ja, es ist ein lieber Kerl. Er ist ein lieber Kerl. Ja, du, ich gönn's den beiden auch, dass die glücklich sind. Also, ne? Also. Ja, warum auch nicht? Man gönnt allen, dass sie glücklich sind. Ich meine, also auch Mauer und Kraut, ne, die hat sich ja auch, also jetzt, also, ne, also das ist ja jetzt auch nicht, ne, also, ne? Ganz liebe, ne? Wie Mauer und Kraut ist aber wirklich lieb. Ja. Die ist ihr Gewicht in Gold wert. So. 3 Kilo. So viel zur ersten Hochzeit. Ja, vor einer Hochzeit will man ja auch immer ein bisschen abnehmen. Das ist immer so. Sowohl männlich als auch weiblich. Man will ja ins Kleid passen, aber man muss auch aufpassen, weil das Kleid hat man die ganze Zeit vorher, dann sucht man das aus. Wenn man zu viel abnimmt, dann rutscht das runter bei der Hochzeit, das ist auch nicht gut. Hast du das Problem mit deinem Kleid? Nee, ich habe nur davon gehört. Ach so, weil sie hat ja den Anzug getragen, oder? Ja. Ihr habt ja so eine Switch-Marriage-Dings-Geschichte gemacht damals. Du hast ja das Kleid an. Ja, das stimmt. Und ich hatte so einen Schleier über dem Kopf. Und dann erst. Dann kamen aber die ganzen Rechten und haben gesagt, hey, zieh die Burka aus. Und dann war es das mit der Traumhochzeit. Nee, damals gab es noch keine Rechten. Nee? Und dann, aber im letzten Moment haben wir es gelüftet und dann war das Gelächter groß. Und dann hatten wir so große Luftballons, wo Banksy drauf stand. Wie hieß sie denn? Hat sie einen Spitznamen? Du musst ja nicht ihren echten Namen sagen. Ja, der Spitzname ist Steffi. Schatz. So. Also, kommt keiner auf den echten Namen. Also, Beffi. Beffi. Ja, wir hatten also große silberne Luftballons. Okay. Ja, so war das, weil unser Netzwerk uns auch gratuliert hat. So viel zu diesen Insider-Gags. Aber das war nicht die einzige Hochzeit, die wir zu feiern haben, sondern auch der Danny Weinkauf hat geheiratet. Ja, und da sagen wir auch mal an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Wann immer ein Coverbild der Isolierstation besonders gut aussieht, dann ist es in 90% der Fällen die Schuld von Danny Weinkauf. Das stimmt. Ich habe es verpasst zu gratulieren, deshalb möchte ich das an dieser Stelle nachholen. Herzlichen Glückwunsch, Danny Weinkauf und Frau... Und Frau. Frau Weinkauf. Frau Tine Carajo ist, glaube ich, ihr Nickname. Ja, jetzt heißt sie Tine Weinkauf. Tine Weinkauf, Carajo, Doppelname. Tine Carajo Weinkauf. Ja, die Carajos von nebenan. Oder vielleicht hat Danny Weinkauf ja auch den Namen von Tine Carajo angenommen. Ach, dann hat der auch in Köln geheiratet. Dann haben wir zwei Kölner Hochzeiten jetzt besprochen. Meinst du, die haben vielleicht so ein Doppelheirat gemacht, damit es günstiger wird? Nee, Quatsch, muss ja kriegen. Nee, ne? Der ist ja Ober-CEO-Chef, Social Media, Fuzzi von Studio 68, 7, 5, 3, 2, keine Ahnung. Ja,
So war das. Herzlichen Glückwunsch. Das ist der Sommer der Liebe. Sommer der Liebe. Hashtag Sommer der Liebe. Ja. Falls ihr nicht wisst, wie ihr Quauer und Kraut schreibt einfach Hashtag Sommer der Liebe. Ja. Eine Sache muss ich aber leider noch anbringen zum Thema Quink und Mauer und Kraut. Oh. Weil ich glaube, sie haben es beide getwittert oder einer hat es getwittert und der andere hat es retweetet. Die haben sich drüber gefreut, dass Katjes jetzt alles vegetarisch hat und keine tierische Gelatine und so mehr hat. Und du, das meine ich mit dieser Twitter-Richtung. Haben gefragt, wie es sein kann, dass Haribo das noch nicht hinkriegt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist schon, also das kann man auch nachvollziehen, wenn man sich auf Amazon die Bewertung anguckt. Der Moment, wo Katjes umgestellt hat auf tierfreie Gelatine und so, da ist schon ein starker Geschmacksverlust gewesen. Also die haben nicht einfach so umstellen können. Das ist schon, die Produkte haben sich schon ziemlich geändert. Ich will nicht sagen, dass es scheiße schmeckt, aber es ist schon nicht mehr so, es schmeckt schon alles nicht mehr so intensiv jetzt. Tatsächlich. Ja, und überhaupt, Nestle sollte man meiden, ne? Ist das Nestle? Heißt es Nestle oder Nestlé? Nestlé, keine Ahnung. Ich kenne mal Leute, die sagen Nestlé. Also ich sag mal, Leute, die sowas wegen Haribo schreiben, die würden auch schreiben, dass man Nestlé meiden soll. Also dann würde ich auch sagen, das ist dann auch so diese Quink-Vegan-Spinner-Richtung. Aber wer ist denn jetzt Nestle? Haribo oder Katjes? Ach, keiner ist, geht mir doch am Arsch vorbei. Wenn es schmeckt, dann kaufe ich es. Ist mir doch scheißegal, was da drin steckt. Also diese Weingummis hier von Gut und Günstig, die waren super. Da können sie Schweinebauch reinmachen, wenn sie möchten. Hauptsache es schmeckt, verdammt. Dann kommt es in deinen Schweinebauch. Ja, da kommt es in meinen Schweinebauch. Von einem Schweinchen zum nächsten Schweinchen. Ach du kleines Schweinchen. Ja. Mensch, dann haben wir das hier abgefrühstückt. So, das nächste Thema, worüber ich reden möchte, ist auch super aktuell. Okay. Und zwar, ich hake das jetzt hier mal einfach so ab. Es haben sich mehrere Leute. Wir haben super Übergänge heute. Ja. Und dann möchte ich noch darüber reden. Ich kriege einen super Übergang hin. Und so eine heiße Hochzeit, da ist ja auch manchmal, sagt man, oh, jetzt ist die Freiheit aber zu Ende, jetzt ist es ja quasi wie im Krieg. Und im Krieg, da gibt es auch Panzer, zum Beispiel von der Bundeswehr. Und da bei der Bundeswehr, da ist nämlich Folgendes passiert. Die waren auf der Gamescom. Gamescom, erinnert sich vielleicht jemand? Das war vor 2 Monaten oder so mal in einem anderen Podcast-Thema. Und heute reden wir drüber, weil nämlich da haben sich Leute drüber aufgeregt, dass die Bundeswehr bei der Gamescom war. Und das habe ich ehrlich gesagt nicht so verstanden, was da jetzt das große Problem ist. Also ich dachte, du könntest mir das jetzt erklären, weil die Bundeswehr ist bekanntlich bei jeder Gamescom dabei. Ja, und ich glaube, immer wieder regen sich Leute auf und diesmal auch wieder. Und ich weiß nicht, was das große Ding ist. Ich glaube, diese Computerspielbranche, es gibt keine andere Branche, die das Thema Krieg dermaßen glorifiziert und abmelkt und das abfeiert und Leute, die sich gegenseitig totschießen in Kriegsszenarien. Das ist sehr offensichtlich, dass die Bundeswehr da ist. Ich finde da überhaupt nichts Schlimmes dran. Nee, ich glaube, das war auch nicht der Stein des Anstoßes. Ich glaube, deswegen. Gut, Mann, natürlich mach mir mein Thema nicht kaputt. Was der Stein des Anstoßes war, ist die Tatsache, dass die Bundeswehr einige, ich weiß gar nicht mehr wen, ich glaube, Joyce Ilk war dabei. Ja, ich weiß auch nur noch Joyce. Die anderen habe ich alle vergessen. Ja, ne? Bekannte YouTuber verpflichtet hat, damit die da am Stand für die Bundeswehr Promotion machen und so quasi indirekt große YouTuber dir als Messebesucher oder dir als jungen beeinflussbaren Messebesucher oder auch dir als älteren beeinflussbaren Messebesucher, weil wir wissen ja, alle Gamer sind doof, impliziert, die Bundeswehr wäre was ganz Cooles und du solltest unbedingt zum Bund. Ja, aber wer das aber wer das glaubt, der kann das dann noch machen. Ja? Ja. Also wer sich das so einreden lässt, der ist dann da auch richtig aufgehoben, glaube ich. Außerdem, wenn es, was Joyce Ilk sagt, kann auch nicht so falsch sein. Also wenn Aporet ja sagen würde, hey, ISIS ist toll. Ja. Fändest du das auch in Ordnung, weil kriegt halt Geld dafür und ist vielleicht sogar auch wirklich seine Überzeugung. Ja, aber Aporet, da weiß man ja nie, das könnte ja auch ein Prank sein. Vielleicht ist er. Gut, er wird es hinterher als Prank darstellen. Das würde ich gucken und dann frage ich mich, aber ist ISIS wirklich toll? Vielleicht ist ISIS gar nicht toll. Wobei, ich glaube, das ist jetzt auch böse. Man darf jetzt nicht ISIS mit der Bundeswehr vergleichen. Ja, nee, das stimmt. ISIS hatte auch keinen Stand auf der Gamescom. Ja, erstaunlich, warum eigentlich nicht? Das hätte auch gepasst. Ja, komisch.
Die hätten da ruhig mal so ein paar T-Shirts verteilen können. Oh, meine Stimme ist schon wieder am Ende. Ja, gut, vielleicht möchtest du es an dieser Stelle verraten. Deine Stimme ist so ein bisschen mitgenommen, weil du arbeitest gerade an deinem neuen Album. Ja, und das wird nur schreiend aufgenommen. Okay. Und das heißt, wie Bengt Rock schreit? Bengt jetzt mal ganz laut. Und wann kommt's raus? Kommt's noch pünktlich zu Weihnachten? Ja, für die besinnlichen Stunden. Ich schreie die schönsten Weihnachtslieder. Das wäre, glaube ich, aber mal echt geil. Ja. Ich glaube, das wäre sogar im gewissen Kreise ein Selbstläufer. Vielleicht wird es so innerhalb, wird so ein Jahr dauern bis zum nächsten Weihnachtsfest, aber ich glaube, dann wäre es durchaus ein Kracher. So, und Leute, die sich über YouTube aufregen, das ging immer so weiter die letzten Wochen. Dann gab es, es hat gar nicht so große Wellen geschlagen, aber ich habe es bei meiner Timeline gesehen, ich weiß nicht woher. Ich weiß auch nicht, ob es in Deutschland, ich bin heute der Mann mit den ganz gut recherchierten Themen. Ich weiß auch nicht, ob es in Deutschland war oder in Österreich oder Schweiz. Da gab es auch hier so ein YouTube-Treffen und da gibt es einen anderen YouTube-Kanal, so einen kleineren YouTube-kritischen Kanal, der ist da so ein Typ hingegangen und hat die Leute gefragt, was ist der Holocaust? Und zwar bei so einer YouTube-Party. Und dann war das erschreckende Ergebnis, dass ganz viele Leute nicht wussten, was der Holocaust ist. Ja, aber das hätte ich dir auch vorher sagen können. Ja, aber da habe ich mich jetzt auch gefragt. Da haben sich jetzt Leute dann, habe ich gelesen, das ist ja ganz fürchterlich. Also das ist ja entsetzlich, dass Leute das nicht wissen. Aber wenn ich auf einer Party bin und jemand kommt zu mir und fragt mich, was ist der Holocaust, dann setze ich mich auch nicht, dann sage ich auch nicht, ja komm Junge, wir setzen uns jetzt mal hin und dann reden wir mal hier darüber. Sondern dann sage ich auch, ja, keine Ahnung, ich will jetzt weiter feiern. Das ist einfach, also ich finde das jetzt nicht den geilen, super Journalismus rumzugehen auf einer Party und das zu fragen. Ja, hat er das denn als geilen, super Journalismus deklariert oder ist das so ein seriöser, ernster Dings-Channel oder war das eher so? Ja, das willst du natürlich Hintergrundinfos, die ich alle nicht habe. Also, naja, gut. Man wird ja wohl mal nachfragen dürfen. Nö, das war es eigentlich schon. Ich wollte nur für die 20 Leute, die das Video gesehen haben und die wahrscheinlich alle diesen Podcast hören, kurz sagen, wenn irgendjemand auf der YouTube-Party oder mich irgendwo, wo ich vielleicht gerade dabei bin, so ein bisschen meine geilen Dance-Moves auf die Tanzfläche zu bringen, mich fragt, was ist denn der Holocaust, Bengt? Dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, lass mich erstmal mein Headspin hier zu Ende bringen. Und dann reden wir mal über was anderes. Ist übrigens auch direkt die interaktive Zuhörerfrage dieser Sendung. Was ist der Holocaust? Schreibt es uns bitte in 140 Zeichen unter dem Hashtag Quauer und Kraut. Hashtag Quauer und Kraut. Das ist gut, weil der Hashtag ja schon 120 Zeichen wegnimmt. Ja, ich glaube nicht mehr ab x9. oder so werden Hashtags mitgezählt. Doch, die müssen weiter mitgezählt werden. Ne? Bei Twitter ist es ja jetzt bald so, dass die Links, das stand ja jetzt lange zur Debatte, jetzt wird es auch endlich eingeführt, dass Links jetzt quasi nicht mehr Zeichen wegnehmen oder nur noch ein Zeichen oder sonst irgendwas und dass du deine vollen 140 Zeichen auch für Laberei verwenden kannst. Habe ich gelesen, finde ich auch. Kommt jetzt ganz gut. Soll ja schon seit Ewigkeiten kommen, jetzt kommt es wirklich. Also was ich noch nicht checke, ist, die in diesen Ankündigungsberichten und so steht auch, dass dieses Punkt vor Namen da wegfällt, wenn man das an alle richten will. Okay. Und man kann trotzdem noch Leute erwähnen und so, und das habe ich irgendwie nicht verstanden. Aber ich bin auch nicht das klügste Kind im Kindergarten gewesen. Nee, gab es da klügere? Da gab es klügere Kinder als ich. Aber die konnten, als nicht so ich gut, die konnten nicht so gut singen wie du. Die konnten nicht so gut singen und konnten sich nicht so gut aus allem rausschlawinern. Okay. Nee, dann hast du es doch eigentlich richtig gemacht. Ja, aber trotzdem bin ich nicht der Numerus Clausus der Maschinenwandler. Wir gehen heute voll ab, ne? Wir gehen heute immer, dass du irgendwie mal übernimmst, weil bei mir endet sowas damit einfach, dass ich irgendwelche Wörter sage, die überhaupt nichts mehr. Dann Kartoffel. Kartoffel ist ein gutes Stichwort, denn Moment, ich habe hier zufällig noch die 20 erfolgreichsten YouTuber auf Twitter im September 2016 offen. Und rate mal, wer da auf Platz 20 gelandet ist. Ein Blali. Paluten. Paluten.
Ja, ich weiß nicht, was da jetzt mit Kartoffeln in Verbindung stehen könnte, aber ich dachte, das klingt jetzt nicht. Doch, wenn du jemanden ganz deine Kartoffel in den Kopf wirfst, dann bist du am Paluten. Al-Blali ist übrigens auf Platz 7. Der hat 1.080.000 Follower und das sind plus 8,5% laut unseren Freundinnen der Schülerzeitung Broadmark. Wow, da würde ich ja sagen, schnell noch kaufen. Plus 8,5%. Da geht's ab. Das ist ja wie Schmitz' Katze. Was? Ich habe seine Twitter-Timeline leider nicht mehr so im Auge, aber ich glaube, der war ja eine Zeit lang jetzt relativ gut dabei, indem er immer. Ist dir ja vielleicht auch aufgefallen, wenn du irgendwas auf Twitter ausdrücken möchtest und die reichen die 140 Zeichen nicht und du nutzt dann. Früher hat man so Dinger wie Twitlonger genutzt und jetzt schreibt man einfach in seinem Handy so einen Roman und fotografiert den ab und stellt den ins Netz. Ja, habe ich gesehen. Das hat Al-Blali ja gerne gemacht. Das haben wir ja letztes Mal, glaube ich, drüber geredet. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt noch neue emotionale. Labertexte von ihm kamen, aber falls da was war, könnt ihr es uns gerne mal in die Kommentare schreiben, weil Al-Blali ist natürlich immer lustig. Weil der wird gerade so ein bisschen richtig erwachsen, weißt du? Und der lässt uns dran teilnehmen. Das ist überhaupt so. Doch, das ist das viele, viele YouTuber, die jetzt so natürlich schon volljährig sind, aber wo das Hirn jetzt so langsam so ein bisschen sich im Kopf ausbreitet, lassen uns da an YouTube auch teilhaben. Also das habe ich jetzt schon auf mehreren Kanälen mitbekommen. Ja. Das ist ja so ein bisschen das Erwachsenwerden, dass man das verfolgen darf. Ja, beispielsweise, wenn du, habe ich ja auch schon das letzte Mal erzählt, wenn du Jodie Calusi folgst, die Freundin von Ruben Sage, Revi. Ja, ich weiß immer noch nicht, wie man den ausspricht. Ja, also vom Revi, ne? Die hält da ja quasi schon Monologe von wegen, ich bin, keine Ahnung, paar 20 Jahre alt und ich mache jetzt ein Selbststudium und kaufe mir einfach Bücher, die mich interessieren und ach, und mein Leben und la und die. Weißt du, die lassen dich quasi dran teilhaben, wo du nur denkst, ah ja, süß. Wäre mir in zwei Jahren peinlich, aber. Ja, offensichtlich schon. Ach, weiß ich nicht. Ich finde das sehr befremdlich. Ich kenne so ein paar YouTuber von früher, die halt den Sprung geschafft haben. In die aktuelle Generation, zum Beispiel der Simon Desio und der eine von den Außenseitern und noch einer, der mir gerade nicht einfällt. Ja, hier Al-Blali und so, und die wirken schon irgendwie, das wirkt seltsam, dass sie dann jetzt auch so Titten, hier YouTuberinnen an den Titten erkennen Videos. Aber ich werde immer ganz aufgeregt, wenn ich das Wort Titten sage, weil ich das privat eigentlich nie sage. Das habe ich jetzt nur so reißerisch hier eingebracht. Ich sage eigentlich, also Brüste. Heißt, wusstest du, dass Busen... Wenn deine Freundin zuhören würde, würdest du jetzt eine Schelte bekommen, weil du Titten gesagt hast? Nee, die freut sich tierisch, wenn ich Titten sage. Ah, okay. Aber wusstest du, dass Busen die Spalte zwischen den Brüsten ist? Auf Platz 1 übrigens. Dina. 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 Ja, mit 1.647.000 Followern, was einem Plus von 13,9% entspricht. Und bei Dena finde ich es lustig, wenn du Dena bei YouTube eingibst, schlägt dir YouTube immer noch Döner vor. Ja, das ist auch das sind die kleinen, richtige aber, Info. Kleine, aber feinen Facts, die ja wirklich nur hier in dieser Station hat. Ja, aber warum sollte man Döner googeln? Ja. Also alle Gute Leute, Frage. Die Spaß am Döner haben, kann man, glaube ich, raten, nicht Döner zu googeln. Also ich habe Döner gegoogelt, bevor ich das letzte Mal nach Berlin gefahren bin. Ah, Gemüsedöner, oder? Ja, natürlich, auch das. Und, warst du überrascht, was Google so ausspuckt zum Thema Döner? Nö, im Endeffekt war ich nur wieder beim Stammdönerstand von Keoma, wo wir vor einigen Jahren auch schon zusammen waren. Ja, da habe ich noch sehr gute Erinnerungen dran. Nee, habe ich gar nicht, aber es ist... Damals. So war das damals. Ja, Mensch. Damals, als wir noch jung und knackig waren. In der Blüte unserer Jugend. Am Anfang, als wir noch Hoffnung hatten, als wir dachten, aus der Isolierstation, da wird bestimmt mal ein richtig großes Ding. Richtig, als wir alle kleine Daily Knödels waren. Hm. Die aber nicht so dann sich weiterentwickelt haben wie Daily Knödel. Obwohl, da muss ich auch sagen, der Fabian, der Daily Knödel, der was mit Fabian, muss ein bisschen aufpassen. Ich glaube, der findet sich selbst langsam ein bisschen zu geil. Meinst du? Ich glaube wohl. Also ist immer noch ein sehr netter Kerl, aber er muss ein bisschen aufpassen. Ich glaube, er findet sich zu gut. Jein, ich denke, das ist so eine Sache mit dem Fabian. Ja? Der ist halt auch wirklich gut. Ja. Aber der ist halt, der hat den, der war so, der ist am Rande entlang geschwappt von, kommt bei YouTube an. Mhm.
hat dann aber die nächste Abbiegung genutzt, um nicht mehr den Mainstream entlang zu fahren. Und jetzt ist er irgendwie, keine Ahnung, jetzt schwimmt er so auf der öffentlich-rechtlichen Schiene. Aber die ist halt so fernab von dem, was Mainstream-YouTube ist. Ja, das stimmt. Ich also sage nur, aufgepasst, Fabian. Mhm. Nicht abrutschen und Scheiße bauen. Sonst, na gut. Sonst gibt es eins aufs Maul. Sonst wird aus dir noch ein Quink. So, ich glaube, von den YouTubern, wenn man so überlegt, welche YouTuber könnte man verhauen und bei welchen würde man eher verhauen werden, ich glaube, Fabian könnte ich verhauen. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Und Alblali wird zurückschlagen? Alblali würde ich mir auch zutrauen. Ich glaube jetzt so jemand wie Simon Desu, der hätte quasi seine Muslim-Mafia im Hintergrund. Der ist auch, der sieht so ein bisschen muskulös aus und so ein bisschen drahtig. Ich könnte ja, mir vorstellen. Ich glaube, da hättest du ganz schnell mit Mohammed und Hassan quasi. Noch, ja, so hießen, glaube ich, auch die anderen YouTuber, die da mit rausgerannt sind. Mimi hinterher. Ja, okay. Ja, also ich glaube, da müsste man aufpassen. Ich glaube, der zieht dann auch plötzlich so ein Messer, so ein Simon Desu. Ja, also so gut, ein Fabian, da kann man so draufhauen. Also Fabian, würdest du packen, ne? Alblali würdest du packen? Alblali, ja. Ich glaube, Alblali, ja. Da muss man, wenn man den einmal kurz überrascht, dann ist er so überrascht, dass man den Überraschungseffekt nutzen kann. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, jetzt wo wir aufs Ende dieser Ausgabe zusteuern, aber irgendwie so rein gefühlt, ja? War das so ziemlich der asozialste Diss, den wir seit Jahren in der Isolierstation hier abgezogen. Was? Also dieser ganze improvisierte Podcast, der war so hochgradig anti und negativ, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich müsste gleich duschen gehen. Wir müssen unbedingt noch was Positives sagen. Wieso? Ich finde das gar nicht so. Ich finde, das war eine sehr liebevolle Folge heute. Ja, findest du? Ja. Was hältst du vom neuen iPhone? Ja, das ist natürlich ein hochgradig perfektioniertes Gerät mit Technik, die seinesgleichen sucht und großartig. Ja, da kann ich mich nur anschließen, ein großartiges Gerät. Nee, ich dachte, du bist eher ja, so einer, der fünf Kopfhörer mit Klinken in der Schublade hat. Ach so, und, ja. Der noch keinen Bluetooth-Kopfhörer hat und deswegen rummimosert, wo ich mir persönlich, der jetzt schon seit über einem Jahr eigentlich nur noch mit Bluetooth-Kopfhörer durch die Gegend laufe, die ganze Zeit denke, so what? Also ich habe tatsächlich nur Klinkendinger, aber da gibt es auch einen Adapter für. Das einzige Blöde ist halt, wenn das Handy fast leer ist, kannst du nicht gleichzeitig dann noch irgendwie das laden. Ja gut, aber ganz ehrlich, wie viele Leute laden gleichzeitig und hören dabei Musik? Ich habe jetzt so bewusst noch keinen gesehen. Das jetzt kommt aber bestimmt vor. Ja. So. Hast du ein Machtwort gesprochen? Ich habe ein Machtwort gesprochen. Okay. Darf ich jetzt nichts mehr zu sagen? War das jetzt quasi so das Buster? Ich habe mir nur auf die schnelle iPhone 7 aufgeschrieben, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben, um auch schnell ein ganz aktuelles Thema zu haben. Aber okay. Ich habe mir keine Überlegung dazu gemacht. Also du wirst es dir nicht holen? Ich habe kein Interesse im Moment dran. Okay, was nutzt du gerade? Das normale iPhone 6. Also noch nicht mal 6S? Nee. Ja, da wäre es jetzt aber mal Zeit fürs 7er, ne? Weil du bist ja quasi noch Bandgate gefertigt. Also nicht Bandgate, sondern Bandgate. Ja, ne? Aber wenn man sie einfach nicht doof auf sein Handy setzt, dann ist es ja okay. Ich finde es ein bisschen schade, dass das iPhone Plus, also die größere Variante, so klobig ist. Weil ich hätte ja schon richtig Bock mal auf ein größeres Handy, aber wenn du dann das iPhone 6S Plus in die Hand nimmst oder meinetwegen jetzt auch das 7 Plus, wenn es dann nur mal rauskommt und dann zum Vergleich, keine Ahnung, ein ähnlich großes Gerät der Android-Konkurrenz, dann wirkt das iPhone einfach ziemlich klobig. Ja, das sieht ein bisschen grotesk aus. Ja, find ich schon ein bisschen. Da hätte ich mich sehr gefreut, wenn sie das Design so ein bisschen angepasst hätten. Aber ja. Vielleicht nächstes Mal, Frank. Vielleicht nächstes Mal. Ja, aber nächstes Mal kann ich es dann nicht kaufen, weil dann habe ich ja schon das 7er.
Ja, aber. Also so alle zweieinhalb, drei Jahre ist jetzt bei mir soweit, dann ist es okay, dann kann man einen neuen Vertrag abschließen, um das vielleicht ein bisschen günstiger sich zu refinanzieren oder so. Aber nee, nächstes Jahr, da kann ich dann leider nicht mehr. Dann bin ich schon wieder eifersüchtig, Bengt, weil das kann ich mir da nicht zulegen. Nee. Dann solltest du vielleicht bei Apple anrufen, dass sie einfach mal für 2 Jahre kein neues Handy rausbringen. Ja, da wäre ich ganz ehrlich dafür. Dann bringt doch einfach nur alle 2 Jahre ein neues iPhone raus. Aber dafür, ich meine, gut, wäre ja auch noch nicht mal so das Problem, weil auch das iPhone 6, was du hast, was ja jetzt auch schon 2,5 Jahre, 3 Jahre alt ist, ne, es bombt ja immer noch jedes State-of-the-Art neu rauskommende Android-Ding weg. Ich bin zufrieden, also, ja. Ja, also von daher... Ne, aber ich benutze auch keine anspruchsvollen Apps, muss ich sagen. Außer Tinder. Ich weiß nicht, was das für Leute sind, die 3D-Spiele auf ihrem Handy spielen. Ich finde das ganz komisch. Ich weiß nicht, was das für Leute sind, die 3D-Spiele auf ihrem Handy spielen. Ich finde das ganz komisch, Frank. Das finde ich komisch. Ja, damit beschließen wir das Thema iPhone 7. Ich wollte mal gucken, wohin es läuft, wenn ich nichts sage, aber ja. Ja, das läuft hier nur im Kreis, Frank. Ich bin total durchgeschwitzt. Jetzt an die Ladies da draußen mal. Das könnt ihr euch mal vorstellen, wie hier der Schweiß perlt. Okay, sollen die sich das denn vorstellen? Natürlich. Hat da deine Freundin kein Problem mit? Wenn andere andere Mädels sich nackt vorstellen? Frank, wir leben 2016. Kurz überlegen. Wir leben 2016. Da hat man eine Freundin, aber trotzdem können sich doch alle über schöne Körper erfreuen. Und Erotik ist in der Cloud angekommen. Da kann jeder drauf zugreifen. Oh, ist das gut. Das ist Erotik ist für jeden zugänglich. Nicht nur für Frauen, auch für Männer. Auch so ein schöner Männerkörper. Da sage ich ja auch, oh, ein schöner Männerkörper. Heutzutage ist das alles nicht mehr so. Oh, jetzt hat man aber eine Freundin oder jetzt ist man verheiratet. Klar, mit einer ist man nur zusammen, aber die Menschheit ist doch trotzdem erotisch aufgeladen. Ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, was ihr zu diesem Thema denkt. Schreibt doch mal, was ihr gerade anhabt. Hashtag Bauerunkraut. Wenn euch das zu kompliziert ist, dann Hashtag Sommer der Liebe, war das? Ja. Sommer der Liebe oder Hashtag Quauer und Kraut. Auch wenn ihr uns ein kleines Feedback zu dieser Ausgabe hinterlassen wollt, dann Hashtag Quauer und Kraut. Ja, das klingt schon so, als wenn du jetzt zum Ende kommen willst. Ja, du kannst gerne noch einen Schwank aus deiner Jugend erzählen, wenn du möchtest. Ach nee, meine Jugend war geprägt von Enttäuschung und Missgunst. Das war die Mutter der Schwester, einmal mit investigativem Journalismus Beischlaf verübte. Das war die Isolierstation. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Harte Arbeit, Feierabend, jetzt geht's ab nach Haus. Ich setz mich an den Rechner und rufe Twitter auf. Ich durchforste meine Timeline, ist es schon so weit? Ich kann es kaum erwarten, es ist doch höchste Zeit. Ich warte die ganze Woche schon auf die neue Folge der Isolierstation. Ja, ich warte die ganze Woche schon auf die neue Folge der Isolierstation. Ich höre sonst keine Podcasts, die sind doch alle Dreck. Doch die Isolierstation, ich komm davon nicht weg. Ich komm da nicht von runter, ich bin infiziert. Ich brauch die neue Folge jetzt sofort bei mir. Ich warte die ganze Woche schon auf die neue Folge der Isolierstation. Ja, ich warte die ganze Woche schon auf die neue Folge der Isolierstation.
Das war echt kacke, aber ich glaube, die kommt gut an. Aber hier und da war es ganz gut. Wir sind so gar nicht mehr drin. Nee. Also ich merke es auch an mir. Ich bin glaube ich, auch überhaupt keine Hilfe. Ich habe dich, glaube ich, mehr als 5-mal ins Leere laufen lassen. Ja, aber... Es wird halt... Was soll man sagen? Wir sind da angekommen, wo wir sind, Frank. Von hier aus geht's auch nicht mehr nach oben. Das weißt du selber. Jep.